Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir hier auf Frikop weiter ausgebaut und geplant und dann eben ausgebaut, wie ich gerade gesagt habe. Und wir laufen hier in immense Probleme. Wir sehen hier schon Fisch komplett aufgebraucht, Arbeitskleidung komplett aufgebraucht. Wir haben jetzt mehr Schiffe auf der Handelsroute laufen. Da soll jetzt aber noch ein weiteres Schiff mit der Dorsch 2 draufkommen auf die Versorgungsroute. Die Dorsch 2 bitte im Cup. Dorsch 2 einmal bitte mit drauf, damit wir hier die Rohstoffe schneller rankarren. Bevor das jedoch passiert, ist mir noch etwas aufgefallen, was noch viel fataler ist. Denn wir haben bisher keine Feuerwehr, wir haben keine Polizei, wir haben kein gar nichts. Und gerade jetzt mit unzufriedenen Bürgern sollten wir dann natürlich möglichst schnell für sorgen, dass wir hier eine ordentliche Abdeckung an Polizei, Feuerwehr und so weiter haben. Hier können wir die Feuerwache ausbauen. Dann haben wir alles in dem Bereich abgedeckt. Hier bräuchten wir nochmal was. Das heißt, du wirst mal weichen und da kommt eine Feuerwehr mit hin. Dann haben wir da alles abgedeckt. Wo müssen wir jetzt wieder ran? Hier haben wir noch eine. Das heißt, hier irgendwo wieder. Du siehst so aus, als wolltest du eh weichen für eine Feuerwache. Und damit dürften wir jetzt zumindest von der Feuerwehr alles abgedeckt haben. Das sieht gut aus. Jetzt fehlen natürlich noch Polizeistationen. Und vielleicht auch Hospitale. Also wir haben einiges vergessen. Sowie Schulen fehlen auch noch. Die Schulen werden wir aber bauen. Etwas später. Denn jetzt gerade kommt es erstmal darauf an, dass die Leute uns hier nicht alles einreißen, weil sie gerade unzufrieden sind. Hier würde doch ganz gut eine reinpassen. Hoffentlich passt da es auch von der Reichweite. Okay, die Reichweite reicht nicht aus. Wir werden dann hier oben nochmal eine brauchen. Die Frage ist natürlich, wohin? Ich würde sagen, diese zwei plus hier diese Straße weichen. Dann kommt hier eine Polizeistation rein und die Straße wird hier lang weitergeführt. Wunderbar. Damit haben wir schon einen Großteil des Stadtgebiets abgedeckt. Hier fehlt auf jeden Fall noch mal was. Vielleicht passt die sogar hier hin. Oh Gott. Ich wollte nicht die Mine abreißen. Und hier drüben brennt es mal wieder. Die Feuerwehr wird direkt mobilisiert, damit es da wieder rangeht. Und ich sehe gerade, hier sind auch noch vom letzten Feuer zwei eingestürzt, die uns danach nicht mehr gemeldet wurden. Und ich habe die deshalb wahrscheinlich verpasst. Okay, hier passen keine hin. Schade. Das heißt, die können wir wahrscheinlich auch nicht einfach umstellen. Hier kriegen wir aber auch nicht so einfach eine rein. Wie sieht's denn hier aus? Das sieht doch nach einem anständigen Platz für eine Polizeistation aus. Jawohl. Ja, und dann werden wir einfach hier direkt neben die Feuerwehr noch eine weitere Polizeistation hier hinbauen. Und dann dürfte auch alles abgesichert sein. Lass mich noch mal kurz gucken, ob ich irgendwo einen Teil erkenne, der nicht abgedeckt ist. Sieht nicht so aus. Okay, gut. Sorgen wir für weitere, naja, Zufriedenheit nicht, denn wir bauen keine Kirchen, sondern wir brauchen noch Schulen überall, um die Leute auch da weiter aufsteigen lassen zu können. Hier, das können wir mal kurz noch ausladen. Und die Versorgung. Jetzt geht sie gerade wieder hoch. Wir sollten uns vielleicht auch mal für die Arbeiter diese beiden Ressourcen sperren. Moment, lassen wir es mal kurz nochmal weiterlaufen. Und ich möchte es nur für die Arbeiter sperren, bitte. Wird das dann generell gesperrt? Nee, ne? Ja, denn wir wollen die Bauern dann ja auch möglichst schnell erstmal hochkriegen zu Arbeitern wiederum. Wie schaut es denn mit Schulen aus? Okay, wir brauchen gar nicht so viele wahrscheinlich. Hier eine. Deckt dann alles ab da hinten, würde ich sagen. Wahrscheinlich brauchen wir nur zwei, drei Schulen. Cool. Schauen wir mal, ob hier hinten die Schule komplett abgedeckt wird. Das wird sie. Okay, wir haben Forschungsergebnisse wieder. Bahnbrechende Erfindung wird abgeholt und direkt wieder weiterentwickelt. Und hier kommen jetzt wenigstens anständig regelmäßig Lieferungen rein. Du bist auf der Holz-Stein-Handelsroute. Okay. Gut, du bist jetzt gerade unnütz, aber dich lassen wir trotzdem mal stehen, denn dich werden wir noch brauchen. So, wie sieht es mit der Schule weiterhin aus? Hier unten werden wir auf jeden Fall nochmal eine brauchen. Ich würde sagen, hier ist doch nochmal ein angemessener Platz, um da eine Schule rein zu platzieren. Okay,
Gut. Schulen sind damit auch platziert und ich hoffe, wird überall das Bedürfnis erfüllt und wir können weitere Leute hochziehen. Und das dürfte auch mit der Versorgung dann nicht mehr so ein Problem geben, was den Rest angeht. Hier wollen jetzt mittlerweile auch alle aufsteigen, das heißt, das Viertel ziehen wir hoch. Hier haben wir noch ein Problemchen mit den zwei, die wir zwischendurch abgerissen hatten. Die wollen noch nicht, was ein bisschen verständlich ist. Die wurden abgerissen und dann direkt wieder hingesetzt, die armen Säcke. So, ich bin ein bisschen vorsichtig, nicht, dass wir hier wieder zu viel upgraden. Jetzt machen wir kurz Pause, wir haben auch eh nicht mehr so viel Bretter. Aber die Bretter sollten ja jetzt relativ flott alle nachgeliefert werden. Okay, hier haben wir jetzt tatsächlich einen Engpass an Anlegestellen. Den werden wir natürlich möglichst schnell beheben, damit hier die Versorgungsrouten auch normal anlegen können und das Zeug vorbeibringen können. Wenn es schon da ist, soll es auch bei den Leuten ankommen, ne? Wie schaut's aus? Okay, mittlerweile ein bisschen stabiler, was das angeht. Auch Brot ist genug da. Ja, das sieht gut aus. Das sieht jetzt so aus, als hätten wir jetzt eine stabile Versorgung hier errichtet. Die Frage ist, was natürlich passiert, wenn wir die hier wieder freigeben. Tja, dafür müsste ich oder würde ich gerne einmal checken. Haben wir hier irgendwo noch Handwerker stehen? Ich glaube nicht, ne? Die haben wir alle entsorgt. Was heißt entsorgt? Wir haben die alle ausgebaut. Wie schaut es hier mit Handwerkern aus? Die brauchen dann, okay, die brauchen dann noch Konserven und Pelzmäntel und Nähmaschinen. Außerdem Uni. Konserven, Pelzmäntel, Nähmaschinen. Konserven, Pelzmäntel, Nähmaschinen. Konserven, Pelzmäntel, Nähmaschinen. Dann machen wir doch hiermit eine Route, die sich darum kümmert. Die kriegen wir, glaube ich, nur von da oben. Also, da laden wir ein. Konsumgüter, Konserven. Wir befinden uns in bester dreimal. Pelzmäntel. Dreimal. Und dann zweimal Nähmaschinen. Okay, und das soll für die Handwerker die Versorgung sein. 3 Crown Falls nach 3F mit Versorgung. Und dann werden wir da auch relativ schnell ein Schiff von hier der Handelsroute runternehmen und auf die andere Handelsroute drauf tun. Den Anglerfisch 2 machen wir direkt mal, damit da auch das Ganze weiterhin sichergestellt wird und wir dann auch mit unseren Arbeitern hier noch eine Stufe hochkommen, wenn wir denn die Fische erstmal wieder sichergestellt haben. Also Fische und Arbeitskleidung. So, mittlerweile ist wieder ein bisschen Holz angekommen. Werden wir nachziehen. Erstmal hier oben die, weil sonst vergesse ich die wieder. Hier bauen wir auch mal kurz das Lagerhaus, zumindest jeweils eins aus. So, soweit machen wir noch. Okay, Schule. Gucken wir noch mal kurz, dass die an den Ecken jeweils mit Schule komplett versorgt sind, dass es da nicht zu einem Problem kommt. Das sieht aber soweit alles gut aus. Okay, die Versorgung ist sichergestellt erstmal. Hier hapert es jetzt an ein bisschen Holz. Hier drüben haben wir noch sehr, sehr viel Holz. Hier ist auch schon wieder fast vollgelaufen. Krass. Ich glaube, wir müssten uns hier mal noch ein paar Hilfsschiffe hinholen, die wir per Hand steuern können. Hier oben müssten wir noch ein paar stehen haben, jawohl. Bitte einmal rüber ans Kap und zwar direkt nach, ich glaube, es ist Leviticus, wo das Holz produziert wird. Aber auf jeden Fall eins können wir auch nach Montpellier schicken. Schauen wir kurz die Welten einmal durch, wo wir noch was stehen haben. Stehen die einfach nur rum? Ja, die stehen der nicht. Die drei stehen einfach nur rum. Die fahren bitte auch ans Kap nach Montpellier direkt. Denn da liegt ja jetzt gerade unser Fokus. Wie sieht's in der neuen Welt aus? Da ist nur das eine abgebrannt. Das bauen wir wieder auf. Die Schiffe stehen teilweise auch eher rum. Ich glaube aber, wir haben jetzt gleich so viel schon rübergeschickt, dass wir da nicht unbedingt noch nachziehen müssen. Nee, ich glaube, das werden wir so erstmal belassen. Was haben wir hier denn? Aufgaben-Items? Aha, okay. Irgendwann anders mal. Darum wollen wir uns jetzt definitiv nicht kümmern. Hier werden fleißig weiter die Ressourcen eingeladen. Und es scheint nicht wirklich den Bedarf hier aufzubrauchen. An Brot. Brot geht gut runter. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. So. Holz fehlt noch.
Wie sieht's aus? Wir können hier Holz einladen. Und schnell da runterbringen, um weitere Arbeiter zu kriegen. Das hier ist die Versorgungsroute. Und hier geht's immer weiter. Das Forschungsinstitut ist auf jeden Fall ganz schön fleißig. Weitere Great Easterns wären natürlich auch cool. Aber wir wollen unser Forschungszentrum hier ja immer weiter ausbauen. Können wir eigentlich auch die Gelehrten auf anderen Inseln bauen? Ich glaube nämlich nicht, dass das so ist. Wir könnten das ja mal kurz irgendwo in der alten Welt ausprobieren, ob wir die da hin planen können zumindest. Wo sind die? Da sind sie. Okay, wir dürfen nicht gerade nicht bauen, weil wir keine Punkte haben oder was? Warte mal. Wir reißen hier nochmal kurz eins ab, dann haben wir einen Punkt. Dann können wir es zumindest mal ausprobieren. Direkt hinsetzen. Okay, wir dürfen die Gelehrten auch überall anders bauen. Cool. Alles klar, das heißt, da können wir uns auch nochmal eine komplette Gelehrteninsel machen. Und hier können wir nicht ausbauen. Das tut natürlich ein bisschen weh. Ist aber jetzt nichts weiter Dramatisches. Wir gehen zurück. Und setzen hier dann natürlich direkt wieder unser Gebautes hin. Wir haben wieder ein bisschen mehr Holz vorrätig. Aber nur ein bisschen. Und hier wird alles gerade... Okay, ich möchte, dass hier schneller ausgeladen wird an der Insel. Ich glaube nicht, dass das jetzt gerade an dem Ausbau lag, dass sie jetzt auf einmal so schnell waren. Aber wir sagen dazu natürlich dann auch nicht nein. So, hier haben wir unsere Bretterroute. Wo haben wir denn das Schiff, was wir mit Brettern beladen haben? Ah, das ist schon hier. Okay, wunderbar. Aber das könnten wir ja vielleicht auch einfach mit auf die Route tun, die von 3M fährt. Nämlich die hier. Dann lädt das Schiff nämlich hauptsächlich Bretter ein. Nicht komplett nur Bretter, aber hauptsächlich. Und dann kriegen wir da auch einen weiteren Fluss, ohne uns drum kümmern zu müssen. Wie schaut es jetzt im Lager aus hier mit den Konsumgütern? Okay, das scheint sich zu beruhigen. Arbeitskleidung und Fische sieht gut aus. Und selbst der Schnaps, den wir nicht gesperrt haben, sieht gut aus. Das heißt, ich gebe es jetzt auch frei. Okay, wunderbar. Die zwei Schiffe sind angekommen. Die sollen bitte... Räumen die mit Montpellier leer? Ja, ne? Die räumen mit Montpellier leer. Das heißt, einmal nochmal in die Handelsrouten. Und wir tun weitere Schiffe hier zuweisen. Ja, okay, drei Schiffe reichen erstmal, würde ich sagen. Den Rest werden wir dann irgendwie anders zuweisen nochmal. Und das Kraftwerk brauchen wir noch nicht. Wie schaut es denn hier mit Gas aus? Ist mittlerweile mal was an Gas da? Ja, Gas sammelt sich hier schon an. Dreimal war es schon hier in der Zwischenzeit. Okay, gut. Und die werden jetzt weiterhin glücklich und dann können wir die schon bald aufsteigen lassen. Dazu brauchen wir aber ganz schön viel Holz. Aber eigentlich wäre es smart, erst die weiter aufsteigen zu lassen. Denn wir haben jetzt 20.000 Arbeiterarbeitskraft. Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich viel. Ach komm, machen wir trotzdem nicht. Wäre vielleicht die klügere Entscheidung, aber ich möchte jetzt hier einmal die Bauern weghaben. Das heißt, wir haben jetzt hier eine komplette Arbeiterinsel. Schauen wir uns die hübsche Insel doch mal gerade an. Ach, welch ein Anblick. Alles Arbeiter. Eine riesige Insel, wirklich nur mit Arbeitern. Und zwar komplett ausgefüllt. Tja, hier probieren wir wirklich, was Krasses, die so einzeln durchzuziehen. Wir hätten das bestimmt klüger anstellen können, da bin ich mir sicher. Aber ich wollte es jetzt auch nicht zu weit im Voraus planen. Und hier haben wir jetzt unsere ersten Handwerker einziehen lassen können. So, dann können wir die noch ausbauen. Und jetzt wird es schon wieder haperig mit dem Holz. Aber es liegt am Holz und aber bald auch wieder am Stahl. Das heißt, wir sollten uns schon mal ein bisschen Stahl wieder ranholen. Neben dem ganzen Holz. Das Holz kommt ja gerade auch automatisch. Nicht nur,
aber auch, und wir gucken mal kurz, wo wir die ganzen Schiffe hingestellt haben. Hier haben wir noch was stehen, das können wir dann auch mal kurz per Hand nochmal einladen. Hier haben wir einige Schiffe hingeschickt. Wir machen jetzt mal so einen Mix aus Stahl und jetzt laden wir noch zweimal Holz ein. Denn Holz brauchen wir dreimal so viel wie Stahl für den Ausbau zu den Handwerkern. Das heißt, wir sollten natürlich auch Stahl vorrätig haben und wir dürfen aber auch die Ziegelsteine nicht aus den Augen verlieren. Auch die bleiben weiterhin wichtig. Okay, das Ziel hier ist natürlich hoch zu den Ingenieuren, ne? Denn Ingenieure hatten wir ja ein paar Probleme auf Crown Falls und deshalb konnten wir da nicht weiter zu Investoren ausbauen. Aber was noch fehlt, ist hier auf jeden Fall eine Universität. Wo steckt sie? Da steckt sie. Kriegen wir hier mit einer alles abgedeckt? Das wäre natürlich schon Premium. Ja, sieht so aus. Das heißt, hier müssen einmal drei in der Mitte weichen. Und dann gibt es hier eine Universität für unsere City. Und hier kommen die Schiffe schon wieder an. Die wir dann direkt wieder Richtung Montpellier oder sonst wo schicken. Ich würde sagen, Montpellier ist eigentlich ein ganz guter Ort, um die dort regelmäßig aufzuladen. Denn irgendwie scheint es so zu sein, dass Montpellier auf den Versorgungsrouten relativ gut versorgt ist jedes Mal. Und da als so einer der ersten Halter aufgefüllt wird. Und dann betreiben wir das doch so einfach erstmal weiter. Versorgungsroute, okay, wunderbar. Weiteres Holz für uns. Auch bitte einmal rüber. Hier haben wir noch ein weiteres Schiff stehen, was auch Holz bietet. Und auch das kann wieder zurück nach Montpellier. Und die Schiffe sind jetzt quasi direkt wieder in Montpellier angekommen und können da wieder ausgeladen werden. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Oh, guck mal, wir haben hier die Ersten, die schon zu Ingenieuren hoch wollen. Hallo? Okay, das ist aber, kommt mir jetzt ein bisschen early vor. Ich würde eigentlich gerne erstmal hier weiter hochziehen in Richtung Handwerker. Okay, wo kommen wir jetzt zu Problemen? Wir haben wieder Bretterprobleme. Das sind jetzt die, die wieder aktuell sind. Das heißt, wir besorgen uns hier weiterhin Bretter. Wobei hier Bretter jetzt gerade auch nicht mehr ganz so verfügbar sind. Das heißt, wir werden ein paar von den Schiffen wahrscheinlich nochmal umverteilen müssen. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Da hat gerade der Optiker angerufen, dass meine Brille fertig ist, die ich jetzt bekommen werde. Da musste ich einmal schnell rangehen. Okay, wir wollten uns Holz beschaffen. Hier unten gab es aber keins mehr. Das heißt, wir wollten es so machen, dass wir das Ganze ein bisschen umverteilen. So, und hier würde ich gern zwei weitere Piers bauen, auch für die Handelsrouten. Das Ding dabei ist aber jetzt, dass wir hier gerade alles Holz leergeräumt haben. Ja, gut. Egal. Oh, und hier ist aber mittlerweile auch schon wieder ordentlich Holz angekommen. Wahrscheinlich durch die Handelsrouten, die gerade weitergelaufen sind. Denn ich habe nicht direkt pausiert, sondern erst kurz nachdem der Anruf angefangen hat. So. Also, es ist gut was angekommen. Wunderbar. Die Leute sind auch noch happy. Hier haben wir schon ganz viele zukünftige Ingenieure. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall schon einige Ingenieure hier ansiedeln können. Aber auch dafür müssen wir darauf achten, dass wir die Versorgung irgendwie haben. Die können nochmal hier runterfahren und hier noch ein bisschen Stahlträger snacken gleich. Die schnappen wir uns auch zumindest einmal hier und dann weiteres Holz, damit hier dann auch fleißig Bretter nachproduziert werden können. Müssen wir Leviticus natürlich auch leerräumen. Okay, beziehungsweise ich glaube, ich würde nochmal Stahlträger hier jetzt mitnehmen. Denn, wie wir hier sehen, Stahlträger sieht gerade nicht so top aus. Von der Menge her. Dafür haben wir jetzt schon 70 gebraucht. Okay, das heißt, wir werden noch ein, zwei Blocks ausbauen können. Und hier in dem wird jetzt aber Schluss sein. Genau, oh, das war jetzt aber gut getimt von mir. Zwei weitere wären noch gegangen, dann wäre aber Schluss gewesen. Okay, das bedeutet, wir haben hier jetzt sehr, eigentlich müssten wir hier jetzt ganz gut versorgt sein erstmal. Die hier brauchen das ja nicht mehr. Das bedeutet, wir könnten zumindest die Handelsrouten teilweise umstellen.
Wie schaut es mit der Versorgung von denen aus? Das sieht sehr gut aus. Da haben wir sehr schön viel auf Lager. Das bedeutet, wir könnten vielleicht Teile unserer Handelsroute schon mal umstellen, um hier das zu versorgen. Das heißt, wir brauchen Brillen, wir brauchen Kaffee und wir brauchen Glühbirnen. Brillen, Kaffee, Glühbirnen können wir, glaube ich, alles von hier oben beziehen. Brillen, Kaffee, geht so. Glühbirnen, geht auch so. Aber da können wir erstmal was einstellen. Das heißt, wir gehen hier nochmal in die Handelsrouten rein. Und zwar von Versorgung werden wir dann hier zwei Schiffe, die hoffentlich leer sind, erstmal runternehmen. Eins, zwei. Werden das noch so weiterlaufen lassen erstmal. Und wir machen eine neue Route, eine Handelsroute von Crown Falls nach Frikop mit Kaffee zweimal. Ach, warte mal, wenn wir es nur zweimal liefern jeweils. Ja, nee, machen wir es dreimal. Gehen wir auf Nummer sicher. Brillen hatten wir noch. Brillen werden, sollten auch dreimal geliefert werden. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, dann hiervon. Um die Happiness kümmern wir uns dann später noch. Und das ist 3CF nach 3F mit Inch-Versorgung. Okay, also für Ingenieure natürlich, ne? Da fehlen noch Schiffe. Schiffe im Cup. Wir haben zwei von unseren lieben. Moment, hatten wir nicht noch eine freigemacht? Da steht noch ein Dorsch rum. Da unten. Noch nicht ausgeräumt. Das heißt, wir machen den Dorsch hier erstmal noch frei. Und da fährt das erste Schiff mit Inch-Versorgung los. Und das hier räumen wir per Hand kurz einmal frei. Und dann stellen wir den Dorsch 2 auch noch auf diese Handelsroute. Dorsch 2, let's go. Okay. Und dann sind hier auch weitere Rohstoffe angekommen, die wir dann abladen können und damit dann auch noch ein bisschen weiter ausbauen können zu Handwerkern. Das ging jetzt echt schnell. Handwerker innerhalb von 2-3 Folgen hier auf der Insel. Und zwar auf dem Großteil der Insel jetzt. Oh, das haben wir jetzt nicht gesehen, ne? Was denn hier los? Wofür denn ein Aufstand? Ihr solltet mal lieber happy sein. Wo sind die Polizeistationen? Wo ist die nächste? Da ist eine Polizei im Einsatz. Das heißt, hier die. Ich darf keine zusätzlichen Einheiten entsenden, weil die Bevölkerungszufriedenheit nicht hoch ist. Ja gut, das liegt daran, dass wir das ja alles nicht zur Verfügung stellen, ne? Vielleicht sollten wir dann zumindest Kirche und Varieté zur Verfügung stellen für die Leute, damit die zumindest ein bisschen Zufriedenheit haben. Es ist ja jetzt relativ einfach für uns, das zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das sollten wir nutzen. Einmal eine Kirche und ein Varieté. Hat eine ähnliche Reichweite wie die Kirche. Das heißt, es kommt hier rein, das Varieté. Oh, das ist viel kleiner, als ich dachte. Okay, naja, egal. Kleiner ist ja dann in dem Falle besser. Beziehungsweise, wir hätten auch hier diese Dinger austauschen können. Das heißt, die können eigentlich weichen. Und dann werden wir von dort ein paar umsiedeln, soweit es noch geht. Wegen der Proteste könnte das, ist es begrenzt tatsächlich. Und dann werden wir hier nochmal ein paar extra Bauern ansiedeln. Die wir dann auch direkt hinsiedeln werden. Vielleicht wäre dann auch eine zusätzliche Polizeistation irgendwie relativ zentral nochmal ganz nützlich. Denn wir stellen jetzt fest, ja, wobei, es ist natürlich auch kein Standardzustand jetzt gerade, ne? Mit einer mittelmäßigen Versorgung. Tja, da haben wir wieder Aufstände mit drin, ne? Achso, das wird mit ausgeblendet, okay. Schauen wir mal. Wunderbar. Okay, gut. Wir könnten jetzt weiter ausbauen, zumindest teilweise. Was die Leute aber scheinbar ja unzufriedener macht. Wir machen es trotzdem.
Einfach weil wir es können. Und dann müssen wir beim nächsten Mal dafür sorgen, dass wir, also wir werden beim nächsten Mal auch aufsteigen in Richtung der Ingenieure mit einigen schon. Und dann werden wir aber auch zusehen müssen, dass wir die dann eben auch wirklich happy machen. Wir könnten, na, das gasbetriebene Kraftwerk lassen wir mal noch nicht anlaufen. Das machen wir dann, wenn wir es wirklich nötig haben. Aber wir haben ja heute wieder super Fortschritte gemacht. Wir haben jetzt schon Handwerker hier, die jetzt auch zum Großteil mit Varieté und Kirsche versorgt sind. Der Rum würde noch mal was bringen. Das lassen wir jetzt mal gerade noch beiseite, werden wir uns aber dann natürlich langfristig auch drum kümmern. Außerdem läuft das Lager hier jetzt schon mal voll mit Sachen von Ingenieuren. Und tja, dieser Aufstand hier, der ist auch bald schon Geschichte. Ich wollte gerade noch gucken, ob wir die ausbauen können. Die werden aber noch einen Moment brauchen. Ich bedanke mich aber jetzt erstmal herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir hören uns in der nächsten Folge Anno 1800. Bis dann. Ciao.